What? Break. Hallo, mein Name ist Silvia Maria Feischl und ich habe ein Buch geschrieben, das heißt I'm a Baby Holder. Das gibt es eben in dem Softcover oder es gibt es auch in diesem Hardcover bei mir zu bestellen oder online über MyMoreover. Und ich mache jetzt in den, also 14 Mal in den nächsten 14 Monaten, also heute ist das erste Mal. Und zwar, weil heute der 2.2.2022 ist, werde ich um 2.22 Uhr PM Ortszeit dieses Zoom-Recording online stellen. Und zwar beschäftige ich mich für einen Monat bis zum 3.3.2022 um 3.33 Uhr PM Atlanta-Zeit mit dem ersten Thema aus diesem Buch. Und zwar geht es da um das Thema Mutter. Und ich werde dann in der Facebook-Gruppe I'm a Baby Holder Academy jeden Tag etwas zum Thema Mutter bis zum 3. März posten. Und zwar dieses erste Thema heißt Planet Earth needs a baby holder mother. Creating a fear-free living space for all. Also es geht darum, die Themen zu erfassen und sich damit zu beschäftigen, jeder für sich, dass der Planet Erde, Großmutter Erde, braucht eine babyhaltende Mutter, die einen angstfreien Lebensraum für alle erschafft. Wenn ihr euch dieses kleine Booklet kauft, das gibt es auch als E-Book zum Download, aber wenn ihr dieses Softcover oder das Hardcover kauft, kann man dann, es sind in diesem Buch genügend freie Blätter, wo man dann, das ist praktisch dein Platz, um kreativ zu werden. Ich habe es schon für mich selber dreimal gemacht. Einmal eben als Walk and Talk. Zweimal eigentlich als Walk and Talk mit unterschiedlichen Freundinnen. Und die letzte hatte ich dann als Teil eines Portaltag-Serie gemacht. Und da notiere ich mir dann immer, zum Beispiel, da ist es ein Beispiel, da mache ich dann zum Thema 1, Planet Erde, das schaut dann so aus, die Notizen und reflektiere das. Und die ganz erste Version habe ich dann so gemacht. Also Kinder oder auch andere Erwachsene, die lieben das, die machen das dann auf größeren und ich, wenn man alte Fotos hat, kann man die dann einkleben zu dem Thema und dann sucht man praktisch noch Farben und bei mir ist rausgekommen, die Mutter ist yellow, also gelb und dann ist auch eben, oben steht dann be fear-free, also ich mache es immer zweisprachig. Oder dann unten Angst, also es eignet sich auch zum Englischlernen, angstlos sein und die Mutter und die Mother.
Und so schaut es dann aus zu dem Thema von mir. Und eine andere Variante ist, dass man alle 14 Themen auf kleine Kärtchen oder auf ein großes Vision Board zeichnet. Und zu jedem Punkt, also ich stelle mal dann noch diese Visionsfindungspunkte hin. Also es ist im Prinzip eine inspirierende Vorlage, steht auch da so drinnen. Und das sind den Workshop mache ich jetzt eigentlich nur online, aus bestimmten Gründen. Und ich werde mich einmal im Monat praktisch zu dem Thema melden. Das erste Thema ist eben die Nummer 1, ist die Mother, eine babyhaltende Mutter oder ein babyhaltender Vater. Und der zweite Punkt ist dann eine babyhaltende Freundin oder ein babyhaltender Freund. Das ist dann Nummer 2, the friend. Und da melde ich mich dann, wie schon gesagt, im März am 3.3.2022 um 3.33 Uhr PM Atlanta Time. Und das heißt, es ist dann in der Früh in Europa. Aber es wird ja immer auf YouTube und auf Zoom. Also ich zeichne es immer dann auf Zoom auf. Wenn jemand teilnehmen will, kann er sich anmelden. Es kostet eben im Februar 2 €, im März 3 € pro Person und so geht es weiter am 4.4.2022 um 4.44 Uhr, auch Atlanta Ortszeit, kostet es dann 4 €. Also ich mache es in Euro oder Dollars und die können dann auf meinem PayPal-Account bezahlt werden. Und ja, wenn jemand Fragen hat, bitte entweder unter dieses YouTube-Posting schreiben oder mich auf Facebook, Instagram suchen und ich antworte. Normalerweise in 24 Stunden. Ja, das wär's. Also dann viel Spaß und ein Happy New Year. Das Jahr des Tigers hat begonnen.